Nachdem die Regierungstruppen weite Teile Nordnigerias aus den Händen der radikal-islamischen Boko Haram zurückerobert haben, kehren langsam die ersten der 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge in ihre Heimatorte zurück. Doch wegen zerstörter Brücken und verminter Straßen ist das Leben nicht einfach. Noch ist keine Normalität eingekehrt. Die Lage ist schwierig. Vorher gab es Frieden und Straßen. Jetzt haben wir keine Straßen mehr. Die Brücken wurden zerstört. Gestern brachten die Händler Waren zum Markt. Aber selbst wenn man etwas kaufen kann, kann man es nicht nach Hause transportieren, weil es keine Brücken mehr gibt. Die Leute kaufen nichts mehr und die Händler bringen ihre Waren lieber nach Mubi. Im vergangenen Jahr hatten die Boko Haram-Kämpfer die Regierungstruppen überrannt und weite Teile der Bundesstaaten Borno, Adamawa und Yobe unter ihre Kontrolle gebracht. Sie waren sogar nach Kamerun, Niger und in den Tschad vorgestoßen. Das nigerianische Militär wird in seinem Kampf gegen die Islamisten von Truppen aus den Nachbarländern unterstützt. Für Nigerias neu gewählten Präsidenten Buhari ist der Kampf gegen Boko Haram eine der wichtigsten Aufgaben.